Der Vize der Bayernliga Süd, SV Donaustauf, kreuzt vor knapp 1000 Zuschauern die Klingen mit der U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth. Beide haben sich relativ spät das Ticket für diese Relegation gesichert. Mit 6 Siegen am Stück überholten die Gastgeber im Schlusssport noch die Youngsters des SSV Jahn Regensburg. Fürth schob sich auf der letzten Rille noch am FC Memmingen vorbei. Überhaupt will das kleine Kleeblatt natürlich unbedingt das Schicksal der Profis vermeiden, die ja aus der Bundesliga absteigen mussten. Und die Partie begann nach gerade einmal 2 Minuten mit einem Traumstart für die in Weiß und Grün spielenden Gäste. Dicker Patzer von Staufs Mario Baldauf nach einem weiten Ball. Perfekte Vorlage für Daniel Adlung. Und so etwas lässt sich der Routinier nicht entgehen. Ganz frühe Führung für Fürth. Der SVD aber fast mit der postwendenden Antwort. Goalgetter Cihangir Özlukman kann einen weiten Ball aber nicht richtig verarbeiten. Der Regionalligist kontrollierte danach das Spiel. Den Hausherrn war der Respekt deutlich anzumerken. Und in der 24. Minute wieder so ein weiter Pass der Mittelfranken. Erneut sehr unglücklich verteidigt von den Hausherren. Und diesmal hat Nikolas Hofmann freie Bahn. Fürth schien hier früh die Weichen Richtung Klassenerhalt zu stellen. Jetzt hatten die Donaustaufer aber eigentlich nichts mehr zu verlieren und legten ihre Scheu zunehmend ab. Özlukman nach 32 Minuten mit der Mega-Chance auf den Anschluss, aber die Kugel springt vom Innenpfosten wieder raus. Vor allem die schnellen Umschaltmomente der Gäste machten den Bayernligisten aber weiterhin extrem zu schaffen. Der wieselflinke Afimiko Pululu, zuletzt der zweifache Torschütze, beim 5:0 in Schalding sorgte immer wieder für Gummibeine in der Staufer Abwehr und kurz vor der Pause hätte die Profileihgabe fast das 0:3 gemacht. Hausherrnkeeper Josef Jurashi verhindert dies aber mit einer Glanzparade. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann aber nochmal die Gastgeber, Gewühl im Strafraum, aber David Muro findet in Leon Schaffran seinen Meister und so ging es mit dem Fürther 2:0 in die Pause. Alle Hoffnungen auf ein mögliches SVD-Comeback erhielten dann 6 Minuten nach Wiederbeginn einen herben Dämpfer, denn diesmal trifft Pululu ganz locker und easy nach einer Flanke von Adlung von links. Nicht nur dieses Spiel, sondern eigentlich das ganze Relegationsduell damit schon vorentschieden. Zumal bei den Gastgebern, bei denen ja unter anderem schon Klaus Augenthaler und Carsten Wettberger auf der Trainerbank saßen, weiterhin nichts klappte. Und bei Fürth dagegen fast alles. In der 57. Minute versenkt Adlung einen Freistoß zum 4:0. Und 5 Minuten später bekommen sie einen Elfmeter zugesprochen. Das ist eine Sache für Pululu. Und wie Adlung zuvor schnürt auch der Franzose seinen persönlichen Doppelpack. Spätestens nach dem 0:5 war der Widerstand der Hausherren endgültig gebrochen. Das kleine Kleeblatt aber weiter mit viel Spiellaune und hochgradig effizient. Rodney Elongo-Yombo machte in der 76. Minute gar noch das halbe Dutzend voll. Insgesamt schon ein Klassenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Passend dazu ließ 3 Minuten vor dem Ende Lukas Hufnagel die Chance auf den Ehrentreffer liegen. Alles in allem ein rundum gebrauchter Abend für die Oberpfälzer. Ja, natürlich ist das ein brutales Ergebnis für uns. Natürlich, da war jeder Fehler von uns bestraft. Wir haben brutale individuelle Fehler gemacht, da die Spieler nicht spielen auf eigene Position. Aber naja, das kann man nicht jetzt wie Ausrede nehmen. Leider bei dem Spielstand 2:0 für Gegner haben wir auch riesen 2 Chancen. Vielleicht das Spiel wird ein bisschen spannender oder der Mannschaft von Greuther Fürth wird ein bisschen anders wirken auf dem Platz, wenn die auch Tore bekommen, aber das war nicht der Fall. Wir haben die Tore nicht gemacht. Ich finde, dass es insgesamt ein interessantes Spiel für die Zuschauer war. Wir waren effektiver, wir haben unsere Chancen genutzt, Donaustau nicht. Von daher ist das Ergebnis schon auch gewissermaßen krass für Heimmannschaft. Also von meiner Seite aus einfach riesen Respekt an Donaustau, weil sie haben wirklich sehr gutes Fußballspiel mitgeboten. Damit wird das Rückspiel am Freitagabend im Fürther Ronhof mehr oder minder zur Mission Impossible für den SV Donaustau. Denn wer glaubt ernsthaft daran, dass sich das kleine Kleeblatt diesen 6-Tore-Vorsprung noch nehmen lässt?